Hallo und schön, dass du wieder dabei bist bei einem neuen Video von mir. Heute geht es um meine Foundation-Sammlung. Ja, ich habe mal alle Foundation hier in meinen Körbchen. Sind doch recht viele. Ich werde sie jetzt euch mal so allgemein zeigen und werde sie dann Kategorien von schlecht bis ganz gut. Nein, eigentlich sind hier drinnen keine schlechte Foundations. Sie sind alle wirklich sehr gut und auch sehr toll. Natürlich kommt es halt auch immer auf meine Haut drauf an, ob sie gerade sehr trocken ist, ob ich auch gerade sehr stark Unreinheiten habe oder auch nicht. Und deswegen wechselt das bei mir auch immer wieder ein bisschen ab. Und ja, wie gesagt, es soll jetzt nicht heißen, dass da irgendeine Foundation schlecht ist. Vielleicht eine oder zwei, mit der ich eher gar nicht so kann oder eher nicht so gerne verwende. Ich werde sie so Kategorien von 10 bis 1, also 10 ist die, die ich nicht so gerne verwende, und wir gehen in Richtung meiner Favoriten. Und ja, ich würde sagen, starten wir gleich mal und ich zeige euch jetzt mal durcheinander, welche Foundation hier in meinen Körbchen sind. Einmal ist hier die NYX Can't Stop One Stop Full Coverage Foundation in der Farbbezeichnung Natural. Dann habe ich hier von L'Oreal die True Match Foundation, schon eher in einer etwas helleren Farbnuance, und zwar in der Farbbezeichnung 2D2W Golden Almond. Und dann die Revolution Conceal and Define Foundation in der Farbbezeichnung F8. Die Estee Lauder Double Wear Foundation in der Farbbezeichnung Sand 1W2. Dann von Essence die Stay All Day, dieses 16 Stunden Long Lasting Make-up. Dann die Zu Eva Foundation in der Farbbezeichnung 060 in Brief. Die HD Liquid Courage Foundation von Catrice in so gut wie allen Farben habe ich die zu Hause. Von Maybelline die Superstay 24 Stunden Full Coverage Foundation. Dann noch von Catrice diese 1 Minute Face Perfector Magic Finish Effect Foundation. Dann die IT Cosmetic CC Plus Foundation und die Fit Me Foundation von Maybelline in der Farbbezeichnung 110 und 220. Gut, ist jetzt für mich selbstverständlich nicht so einfach, die von 10 bis 1 zu ordnen. Gut, und als Nummer 10 habe ich jetzt die hier, und zwar ist die von Essence, die Stay All Day 60 Stunden Long Lasting Make-up Foundation in der Farbbezeichnung 10 Soft Beige, und sie ist von der Konsistenz her auch eher fest, aber ich habe die wirklich schon sehr, sehr lange gar nicht mehr getestet, und vielleicht sollte ich der wieder mal eine Chance geben, aber vom Auftrag her spüre ich schon, dass sie sehr trocken von der Konsistenz ist, und deswegen landet sie jetzt auch auf Platz 10. Nummer 9 ist dann die Catrice 1 Minute Face Perfector Magic Finish Effect Foundation, genau, in der Farbbezeichnung 010 One Fits All, und ich glaube, die haben auch nur eine Farbnuance. Ja, ist auch so eine eher feste Konsistenz, und ich finde, sie deckt halt auch nicht wirklich gut ab, ist vielleicht etwas für den Sommer, wenn man so gut wie gar keine Foundation tragen möchte. Wenn ich mir aber schon was ins Gesicht schmiere, dann soll es auch eine richtige Foundation sein, deswegen hier die auf Platz Nummer 9. Soll sich auch den Hautton anpassen, was auch jetzt nicht so hundertprozentig stimmt. Sieht man auch hier jetzt ein bisschen. Gut, auf Platz Nummer 8 sind dann die zwei, und das sind die von Maybelline, die Superstay 24 Stunden Full Coverage Foundation. Und ja, sie sind auch wirklich gut deckend, aber dennoch auch für mich ein bisschen zu wenig feuchtigkeitsspendend, und sie sind mir beide trotzdem zu dunkel, und ja, ich werde sie jetzt auch mal auftragen. Aus Erfahrung her kann ich sagen, diese dicke Konsistenz
ist nicht wirklich meines, denn sie sind dann einfach viel zu trocken für mich. Die Estee Lauder Double Wear Foundation kann ich gut vergleichen mit denen hier, denn sie ist auch sehr, sehr gut deckend, aber auch ein bisschen zu wenig feuchtigkeitsspendend für meine Haut. Ich brauche dann immer sehr viel Feuchtigkeit, also einen guten feuchtigkeitsspendenden Primer, damit diese Foundation hier funktionieren. Deswegen die hier auf Platz Nummer 7 und auf Platz Nummer 6 kommt auch schon die IT Cosmetics CC Cream, die, ja, ich weiß, die lieben wirklich sehr viele. Dennoch habe ich trotzdem irgendwie das Gefühl, dass sie auch sehr austrocknend ist. Könnte sie für mich auch noch ein bisschen mehr feuchtigkeitsspendend sein und ich drücke jetzt hier auch gleich noch was raus. Man sieht auch eine feste Konsistenz. Ich mag es eher, wenn es den Handrücken runterläuft und ja, ich finde, man tut sich einfach leichter, die Produkte in die Haut einarbeiten zu können, besser verblenden zu können. Und ich finde auch, die Haut sieht dadurch um einiges frischer aus. Ich finde, wenn man dann eher zu glänzender Haut neigt, kann man das gut mit Puder machen. Das mache ich zumindest immer so. Ich glänze dann eher in der T-Zone, was ich mir dann immer gut abpuder und ja, ihr seht schon, eine sehr dicke Konsistenz, dennoch aber auch sehr gut deckend. Und was ich hier auch wirklich sehr gut finde, ist der Sonnenschutzfaktor von 50. Das findet man eigentlich so gut wie in fast keiner Foundation, oder? Von daher wäre es zum Überlegen, die nicht doch eher täglich zu verwenden. Also von dem her würde sie ja eigentlich auf Platz 1 landen. Die hier von NYX ist auch eine sehr gute Foundation, ist ein eher so ein Mittelding. Also ich würde sagen, jetzt nicht unbedingt für trockene Haut, aber auch nicht für ölige Haut. Und ja, ich habe sie schon länger nicht verwendet. Ist auch eine doch eher noch festere Konsistenz. Man sieht aber, wie sie schön langsam etwas bergab steigt, sprich doch ein bisschen flüssiger ist. Und ja, auch die Deckkraft finde ich hier sehr gut. Ja, sie ist aber doch eher sehr cremig und schon eher feuchtigkeitsspendender. Deswegen hier jetzt auf Platz Nummer 5. Die 5 besten Foundation in meiner Schminksammlung sind einmal Platz Nummer 4, die Fit Me Foundation von Maybelline. Die habe ich in zwei sehr unterschiedlichen Farbtönen, einfach um sie auch gut mischen zu können und meinen Hautton damit anzupassen. Ist auch trotzdem von der Konsistenz her, wie ich finde, sehr ähnlich mit der von NYX. Für normale bis trockene Haut, also wirklich eher in der Richtung, wo sich meine Haut befindet. Und wie ihr seht, schön langsam läuft sie auch den Handrücken runter. Sie hat auch wirklich eine eher mittlere Deckkraft, lässt sich auch gut in die Haut einarbeiten und schön verblenden. Deswegen die hier auf Platz Nummer 4. Wer es gerne so wie ich sehr, sehr flüssig haben möchte, dem würde ich eher diese Foundation empfehlen für sehr trockene Haut. Das ist die L'Oreal True Mesh Foundation in der Farbbezeichnung 2D2W Gold Almond und die ist wirklich sehr flüssig. Kann ich euch auch gleich hier zeigen. Natürlich ist die toll zum Verblenden für trockene Haut, einfach perfekt. Und die verwende ich auch sehr gerne zur kalten Jahreszeit und deswegen auch in so einer hellen Farbnuance, denn zur kalten Jahreszeit bin ich auch immer wirklich sehr hell. Deswegen auch auf Platz Nummer 3, denn die ist wirklich so ein, wenn nichts funktioniert, funktioniert die. Dann Platz Nummer 3 ist meine Favoriten Sommer Foundation und zwar die von Revolution Conceal and Define Full Coverage Foundation und die ist wirklich sehr gut deckend und auch feuchtigkeitsspendend, aber für ganz trockene Haut auch nicht
so zum Empfehlen, aber bei mir funktioniert sie sehr gut. Also ich könnte mir vorstellen, dass die für so gut wie alle Hauttypen gut funktioniert. Deswegen landet die hier auf Platz Nummer 2. Platz Nummer 1 sind die zwei Foundation hier und ich kann mich einfach nicht entscheiden. Aber die ist ein bisschen flüssiger, die ein bisschen fester, die ein bisschen deckender, die nicht so extrem deckend, aber auch gut deckend. Also ja, einfach, das sind einfach meine zurzeit perfekten Foundation und zurzeit ist echt wirklich der hier mein Favorit. Für den Alltag verwende ich aber trotzdem dennoch dieses und ich trage sie euch jetzt auch noch auf. Einmal die Foundation von Zoeva. Läuft auch gut den Handrücken runter, nicht so sehr wie die von L'Oreal, aber trotzdem kann man es, glaube ich, trotzdem gut erkennen. Und einmal die von Catrice, wo hier hinten, wie ihr sehen könnt, auch verschiedene Farbnuancen sind. Die ist wirklich sehr, sehr flüssig und finde ich auch perfekt für eher trockene Haut. Tja, und das war's auch schon mit meiner Foundation-Sammlung und mich würde jetzt mal interessieren, welche Foundation ist euer Top-Favorit? Schreibt es mir mal in die Kommentare, vielleicht teste ich mich da auch mal ein bisschen durch. Ich bedanke mich jetzt noch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.